Okay. Wie konnte ich entkommen? Oh. Ich habe die Tür vom Badehaus offen gelassen. Also, wie konnte sie entkommen? Entschuldigung. Ups. Ich muss zum Privaten. Ja. Es wäre vielleicht sinnvoll. Und ich behaupte, unser Lokführer ist nicht mehr am Leben, oder? Nein, ich wollte nicht rein. Stopp, raus. Ich wollte speichern. Einfach nur speichern. Danke. Speichern? Eieieiei. Also die Theorie bekräftigt sich allmählich. Aber warum? Warum hat eigentlich die Mutter von den Zweien den Fluch gemacht? Und warum möchte die Schwester, die ältere Schwester, also die Frau an der Wand, die Mutter auch töten, weil sie nicht geholfen hat? Deckt sie mit der roten Hexe unter einer Decke? Oh no! Wie sind sie hier reingekommen? Ich habe nie gesehen, wie sie eingestiegen sind. Wirklich? Ich bin zeitlich mit euch eingestiegen. Ich bin eben einfach unauffällig. Aber warum verfolgen sie uns? Du freust dich echt nicht, mich zu sehen, oder? Lady ist hinter Zombie her. Ich muss sie finden. Frage mich, warum? Sie könnte sie vielleicht töten. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Sei vorsichtig, Lucia. Dein Leben ist viel mehr wert als das deiner Schwester. Mein Leben ist wertlos ohne sie. Ich muss sie finden. Genau, so sieht's nämlich aus. Was passiert jetzt? Du musst aufhören, Lucia, bevor du alles ruinierst. Sonst kann ich dir niemals helfen. Was ist das? Das ist ein Reisepunkt. Bewege dich damit in jeglichen Abteil des Zuges. Hey, Moment! Jetzt muss ich ja wieder zurück. Okay. Okay, Schaffner lebt noch. Herr Zugführer. Entschuldigung, Mr. Gustav. Na, wen haben wir denn? Da, die kleine Lucia. Was kann ich für dich tun? Ich frage mich, ob sie meine Schwester gesehen haben. Ich weiß nicht. Wie sieht sie denn aus? Eine große, geisterhaftes Mädchen mit langen Armen. Das ist die gruseligste Beschreibung, die ich je gehört habe. Aber ja, sie ist hier vorbeigekommen. Tatsächlich hat sie nach dir gesucht. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Sie sagte, dass sie zurück auf ihren Sitzplatz geht, um auf dich zu warten. Aber das ist unmöglich. Dann hätte ich sie doch sehen müssen. Vielleicht bist du einfach an ihr vorbeigelaufen, ohne es zu bemerken. Nein, das glaube ich nicht. Mir entgeht nichts. Und Gustav entgeht auch nichts. Weil er nämlich den gesamten Platz im Türrahmen einnimmt. Sie sind sich sicher, dass sie sie gesehen haben? Ich bin mir sicher, Kleine. Ein ghoulhaftes Mädchen mit langen Armen. Ghoulhaft? Ja, ghoulhaft oder geisterhaft. Irgendwie sowas. Sie wirkte aber ziemlich froh, mich zu sehen. Ich glaube, das sind wir beide. Könntest du dich noch um meinen Kumpel Stretch kümmern, bevor du gehst? Ich habe eine ganze Weile nichts von ihm gehört. Wenn du nicht schon seine Gefühle verletzt hast. ich glaube, das habe ich. Wo versteckt er sich? Er sollte irgendwo im Gepäckabteil sein. Er wartet immer darauf, jemandes Gepäck anzunehmen. Der Arme.
Okay, ich schau mal, ob ich ihn finden kann. Na gut, dann machen wir einen Reisepunkt. Das ist aber sehr fair. Ja, ja, Reisepunkt. Ja, ja. Wie steuere ich den Punkt, Freunde? Hallo? Ich kann da nicht steuern. Kann es nicht aus... Ich komme nicht hoch, nicht runter. Ja, dann gehen wir eben dahin, habe ich beschlossen. Dann nehmen wir den langen Weg. Na gut. Kommen wir wenigstens am Speicherpunkt vorbei. Ist ja auch was wert. Aber was wollen wir denn jetzt von Stretch? Der will uns doch eh nichts erzählen. Und ist immer so... Und feige ist er auch. Oh no. Oh nein. Zombie. Was ist hier los? Stretch. Oh mein Gott. Stretch. Was ist da passiert? Eine Frau hat das getan. Sie ist einfach aus dem Nichts erschienen. Sie hat mir den Wagen einfach vom Kopf gerissen. Diese Hexe? Kann ich irgendwas tun, um dir zu helfen? Pass einfach auf, Lucia. Sie will... Wo ist sie hin? Sie ist in das geheime Abteil gegangen. Drüben. Drück den Kopf. Quatsch. Drück den Knopf da an der Wand. Stretch, es tut mir so leid. Aber ich muss meine Schwester retten. Diese Frau sagte, dass sie zu ihr will. Es tut mir sehr leid, Stretch. Ich muss los. Schon okay, Lucia. Geh einfach. Stretch, es tut mir so leid. Das muss der Schalter sein. Komisch. Ich fühle mich müde. Wo ist... Da ist das Geheimabteil. Was sind wir denn jetzt? Das sieht irgendwie aus wie eine Bühne. So, Zombie? Zombie! Geht es dir gut? Ich... Was ist los? Na, guck mal einer an. Hallo, Lucia! Du bist das? Gib ihm meine Schwester zurück! Lucia, ich habe nicht viel Zeit. Du musst mir zuhören. Warum sollte ich dir zuhören? Du hast meine Schwester getötet. Deiner Schwester geht es gut. Vertrau mir. Warum hast du das getan? Weil ich wollte, dass das alles aufhört. Was soll aufhören? Seit Hunderten von Jahren hängen meine Schwester und ich so fest. Wir suchen nach einem Weg, uns zu befreien. Es tut mir leid, Lucia, aber es geht nicht anders. Also hast du den Körper meiner Schwester gestohlen. Denkst du etwa... Es ist okay, den Körper von anderen Leuten zu stehlen? Lucia, du verstehst das nicht. Das muss ich auch gar nicht. Das ist euer Problem, nicht unseres. Verwandle meine Schwester sofort zurück. Das kann ich nicht. Zumindest nicht, solange ihr Fluch nicht gebrochen ist. Dann sag mir, wie ich den Fluch brechen kann. Indem du die Schleife durchbrichst. Wir sind schon auf dem Weg, die Schleife zu durchbrechen. Wir bewegen uns beide auf den Anfang zu. Sobald du wieder zu Hause bist, wirst du die Schleife erneut anfangen. Das ist nicht wahr. Das hat mir die Nudelfrau gesagt. Mutter? Lucia, hör nicht auf sie. Warum? Sie lügt dich an. Was soll das denn heißen? Sie möchte, dass ihr nach Hause zurückkehrt. Ich werde immer so bleiben, in aller Ewigkeit. Das ist nicht mein Problem. Das kannst du mir nicht antun.
Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du uns entführt hast. Ich kenne deine Träume. Der Marktplatz. Der Therapeut. Sombria will nicht zugeben, dass sie sie auch hat. Aber warum? Warum sollte Sombria sie von mir geheim halten? Es wirkt, als wollte sie dich beschützen. Mich beschützen? Vor was denn? Sombria wurde so einfach von mir angezogen. Es war, als hätten wir schon eine Verbindung. Aber du? Warum du? Was ist so Besonderes an dir? Mutter hat mich vor dir gewarnt. Wovon redest du? Es ist bemerkenswert, dass du die Antworten alle kennst. Aber warum kannst du mir das nicht beantworten? Lucia, bald wird etwas passieren. Und wenn die Zeit reif ist, musst du eine Entscheidung treffen. Welche Entscheidung? Die Entscheidung, dein Leben zu retten. Oder ihres. Du meinst doch nicht Sombria. Wenn du dich entscheidest, ihr zuzuhören, dann sei gewarnt. Das wird nicht so ablaufen, wie du dir das vorstellst. Ich möchte nur meine Schwester zurückhaben, damit wir nach Hause gehen können. Aber das ist doch etwas, was mich stört. Wenn du nicht die rote Hexe bist, wer dann? Woher weißt du das? Was ist denn jetzt hier kaputt? Oh, wo kommst du denn her? Endlich habe ich euch gefunden. Kleine Schwester. Versteckt in den Körper der Lebenden. Ich habe zu lange auf diesen Moment gewartet. An der Wand deines Badeshauses zu hängen, wie ein Bilderrahmen. Und all diese Jahre am Nachdenken, wie ich mein Leben hätte verbringen können. Schwester, es tut mir leid, sehr leid. Halt die Klappe, Ashina! Ich hab deine Lügen diese ganzen Jahrhunderte anhören müssen. Also, nichts, was du jetzt noch sagst, wird mich dir vergeben lassen. Bitte, hör mir zu. Diese Kleine, sie könnte der Schlüssel sein zu unserer Befreiung. Erzähl du mir nichts von Freiheit! Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man dir die verdammten Beine abgeschneidet hat. Sie ist aufgeregt. Und dich dann für Jahrhunderte an eine Wand fesselt. Das ist alles die Schuld von Mutter. War es? Was ist hier los? Na los, Schwesterchen, erzähl ihr eine kleine berühmte Lüge. Lucia, hör nicht auf sie. Du und deine Schwester, ihr wurdet nicht zufällig ausgewählt. Der Fluch ist wie eine lebende Mutter. Was? Damit er weiterleben kann, muss er gebären. Ihr beide seid seine neuen Kinder. Ach, du heilige Kacke. Die Schleife. Das ist unmöglich. Wir haben eine Mutter. Und wir auch. Und sie wird auch bezahlen. Lass die beiden da raus. Ihnen steht es frei zu gehen. Aber du wirst nirgendwo hingehen. Lucia, nimm deine Schwester und lauf. Die Antworten, die du suchst, liegen irgendwo in diesem Zug. Aber nur, wenn du dir wünschst, sie zu finden. Und jetzt geh! Zombie! Was ist denn hier los? Hey, da gehen wir nicht mehr hin. Ich hätte jetzt gern einen Speicherpunkt. Danke. Den nehme ich gern. Ui, jetzt wird es langsam knifflig. Dann die Frage, ne? Wie machen wir jetzt weiter?
Okay, es soll wohl jetzt hier Antworten geben. Ah, jetzt sind die ganzen Abteile offen. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. So, der ist neu. Huch. Dieser Raum fühlt sich kälter an. Vermutlich wurde vergessen, das Fenster zuzuschließen. Eine Notiz. Warum kann ich nicht aufwachen? Ich krieg keine Luft. Das Fenster ist offen, aber ich kann nicht fliehen. Warum lassen Sie mich nicht gehen? Vielleicht kann ich hier nicht weg. Was hält mich auf? Ist es Sombria? Ich kann mich nicht daran erinnern, das geschrieben zu haben. Eieieiei. Dieser Raum fühlt sich wärmer an. Irgendwie riecht es hier nach verbranntem Leder. Eine verbrannte Notiz. Es ist Zeit. Es ist Zeit, diesen Schlamassel zu beenden. Die Schleife muss unterbrochen werden. Ich kann das nicht alles nochmal durchmachen. Die alte Lady muss weg. Wer die Schleife startet, muss sie auch beenden. Lucia, wenn du aufwachst, zögere nicht. Töte sie. Die alte Lady? Hui. Ah, ich kann da jetzt nichts mehr machen. Okay. Ist hier nochmal eine neue Notiz vielleicht? Auch nicht. Ah, jemine, oh jemine, oh jemine, oh jemine. Weiß es nicht. Was zum Teufel? Kann keinen anklicken. Sieht einer anders aus? Okay, wir sind da schon öfter gefahren. Hey, Schwesterchen. Guck mal, lebt unser Kumpel unten noch? Ja. Hey, alles in Ordnung? Zombie? Wir sind fast zu Hause. Welches Zuhause? Unser Zuhause. Wir haben kein Zuhause, Lucia. Natürlich haben wir eins. Gib jetzt nicht einfach so auf. Lucia, beantworte mir doch nicht... Was? Lucia, beantworte mir doch mal eins. Welche Erinnerungen hast du an Mutter? Naja, nicht viel. Die war irgendwie nie da. Ich glaube, sie hatte einfach viel zu tun mit ihrer Arbeit im Krankenhaus. Lucia, wir haben keine Mutter. Was? Was soll das denn heißen? Sie ist vor über einem Jahr gestorben. Es tut mir leid. Ich hab dich angelogen, was ihr spätes... Oh Mann. Ich hab dich angelogen, was ihr spätes nach Hause kommen betrifft. Deshalb habe ich dich immer so früh ins Bett geschickt. Aber ihr Auto! Ich hörte sie doch jede Nacht in die Einfahrt einbiegen. Das war mein Freund. Ich hab dich die ganze Zeit über angelogen. Ich weiß gar nichts mehr, wen ich von euch vertrauen soll. Das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich einfach nur leer. Lucia, ich... Wow. Hey, Kleine! Komm schnell! Hör auf, dir diese Lügen anzuhören. Hä? Lügen? Tut mir leid, Kleine. Aber ich konnte einfach nicht anders, als euch zuzuhören. Was ist denn überhaupt los? Du glaubst diesen Müll doch nicht etwa. Was meinen Sie? Was habe ich vor einer Weile gesagt, Hab ich vergessen? Naja, immerhin sind wir auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite von was?
Auf dem Tunnel. Ich sehe, dass der Tunnel der Sorgen dein Bewusstsein irgendwie beeinflusst hat. Der Tunnel der Sorgen? Wenn der Zug durch den Tunnel fährt, muss man sich seinen größten Zweifeln stellen. Der Tunnel zeigt dir das Schlimmste, was dir passieren könnte. Also war das alles nur ein Traum? Naja, irgendwie schon, meine winzige Freundin. Mehr wie ein Trugbild. Also, war nichts davon real? Naja, das ist so eine Sache. Es könnte real sein. Wenn du willst, dass es real ist, wird es auch real. Kann ich dich etwas fragen? Na los, Kleine! Was sehen Sie, wenn Sie durch den Tunnel fahren? Weiß, niemand hat mich das je zuvor gefragt. Was ich gesehen habe, war, dass ich einen Unfall mit diesem Zug baue. Und jeder darin getötet wird. Außer mir. Ist Ihnen das denn passiert? Ich hätte langsamer fahren sollen. Diese Kurve, das Eis. Woher weißt du das? Das wird jetzt echt komisch klingen, aber ich kann mich daran erinnern. Ich bin gerade echt durcheinander. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Passagier war, als dieser Zug einen Unfall hatte. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, warum ich an Bord des Zuges war. Dann muss ich dir meine tiefste Entschuldigung aussprechen, Kleine. Wie sind Sie denn gestorben? Zu Hause. Ich dachte, ich könnte den Schmerz einfach wegtrinken. Irgendwie hat das alles schlimmer gemacht. Sobald ich wieder mit meinen Passagieren vereint war, konnte ich verstehen, wie es sich anfühlt, alleingelassen und enttäuscht zu werden. Sie haben sich auf mich verlassen. Das war nicht Ihre Schuld. Sowas passiert. Wir können das Leben nicht kontrollieren. Das Leben kontrolliert uns. Bist du dir sicher, dass du das kleine Mädchen bist, mit dem ich vorhin gesprochen habe? Du klingst so viel älter. Weiß nicht, was mit mir passiert. Aber was es auch ist, es fühlt sich an, als wenn es mich fast verschlungen hat. Als ob ich bald endlich aufwachen könnte. Tja, du bist echt bemerkenswert, Kleine. Wie geht es, Stretch? Er hat es nicht geschafft. Der Arme. Es tut mir leid. Schon okay, Kleine. Er ist am Endbahnhof angekommen. Apropos. Wir übrigens auch.